Ihr bekommt von mir jetzt zwei Säcke. Der eine Sack ist voll, da ist das Glück drinnen. Und der andere Sack ist leer, da ist die Erfahrung drinnen. Schaut, dass der Sack mit dem Glück nicht vorher leer ist, bevor der Sack mit der Erfahrung gefüllt ist. Willkommen bei den Base Talks. Ich bin Gerhard Moser und wenn dich die Themen Resilienz, Stressmanagement und Leistungssteigerung interessieren, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen bei den Base Talks. Ich bin Gerhard Moser und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Tja, für die heutige Folge habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen und wie ihr schon seht, bei uns im Hintergrund steht der Christophorus 14. der ÖMTC Flugrettung und auch die Grimming Südostwand, glaube ich, richtig, ragt da hinter uns empor. Und ja, wir sitzen an einem ganz besonderen Ort bei Menschen, die sich persönlich in ganz extreme Situationen bringen, um anderen Menschen zu helfen. Einer macht es seit über 30 Jahren. Der Geschäftsführer und Pilot der ÖMTC Flugrettung, Reinhard Kraxner. Herzlich willkommen, lieber Reinhard. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Herzlich willkommen bei uns hier im schönen Ennstal. Ja, Reinhard, dass wir starten, ich würde gerne heute mit dir so ein bisschen über das Thema Entscheidungsfindung, Entscheidungsfähigkeit in Extremsituationen, Risk Management in Extremsituationen plaudern und vor allem deinen unglaublichen Erfahrungsschatz, den du hast. Aber bevor wir zur Flugrettung kommen, du hast als Militärpilot gestartet und vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben, welche Weggabelungen du in deinem Leben genommen hast, dass du jetzt überhaupt Geschäftsführer der ÖMTC Flugrettung und seit 30 Jahren Pilot in dem Geschäft geworden bist. Da fange ich vielleicht Mitte der 70er Jahre an. Da war ich im Gymnasium in Steinach hier um die Ecke und wir hatten die Möglichkeit, im Rahmen einer Neigungsgruppe mit Segelflug zu beginnen. Ich habe schon vorher Verbindung zum Segelflug gehabt, weil mein Vater passionierter Segelflieger war und wir sind eigentlich am Segelflugplatz in Aigen aufgewachsen. Und dann habe ich selber 75, 76 den Schein gemacht und habe pünktlich zum 16. Geburtstag meinen Segelflugschein in den Händen gehabt und ich war irgendwo beseelt von der Idee, das, was da nebenan mit den Hubschraubern passiert ist damals, das wird einmal mein Beruf, ohne zu wissen, welche Hürden und welche Unsicherheiten damit verbunden sind. Und dann habe ich mir eben schlau gemacht, was muss ich dazu tun? Und grundsätzlich war das damals zu der Zeit überhaupt nicht anders möglich, als dass man beim Militär, wenn man Matura gehabt hat, dann auch die Offizierslaufbahn einschlägt. Das habe ich dann gemacht. Habe sehr viel mitgenommen für meine jetzige Position. Also die ganze Führungsausbildung war eigentlich etwas, was mir erst später klar geworden ist. Das ist so nebenbei gelaufen. Da habe ich wirklich extrem viele Erfahrungen sammeln können in der Richtung. Und nebenbei ist mir dann wirklich auch gelungen, dass ich die Fliegertauglichkeit beim Militär gehabt habe und habe dann begonnen 1981 im Herbst an der Fliegerschule in Zeltweg mit der Ausbildung, damals noch auf der Sapsa 4, auf Flächenfliegern und ein Dreivierteljahr später noch auf Hubschrauber in Langenlevern und Ende 82 oder im Herbst 82 habe ich dann einen Hubschrauberschein gehabt und Anfang 83 sind wir dann zu der Einsatzstaffel sozusagen versetzt worden, nach Aigen, da ist wieder ein Wunsch aufgegangen für mich und dort habe ich dann das Fliegen im Gebirge gelernt. Wow. Du hast ja gesagt, Flächenflugzeug hast du angefangen, dann Hubschrauber. Jetzt ganz ehrlich, Hubschrauber oder Fläche? Nein, das war für mich immer klar. Also die Fläche oder der Segelflieger als Basis und dann die Fläche als überhaupt Luftfahrt erlernen oder die Basics da beigebracht zu bekommen, das war okay, aber der Fokus war am Hubschrauber. Es war damals auch die Zeit, wo sehr viele Piloten am Draken gebraucht wurden und es war gar nicht so leicht, auf dem Hubschrauber zu kommen. Und da hat mir sehr weitergeholfen, dass ich damals schon
Alpinismus als eines meiner Hobbys gehabt habe und die Verbindung Alpinismus und Hubschrauber und Eigen war eigentlich eine, die dann zusammengepasst hat und aus dem Grund bin ich auch nach Eigen gekommen. Über die Passion müssen wir dann eh noch plaudern. Was mich noch interessiert, du hast zuerst noch was Spannendes gesagt, und zwar so ganz nebenbei in der Offizierslaufbahn hast du im Prinzip diese Leadership, diese Führungskills mitbekommen, die dir jetzt ganz viel helfen. Was war das konkret, wo du jetzt sagst, im Nachhinein erst, dass dir das so bewusst wurde? Also, man beschäftigt sich da auf der Militärakademie grundsätzlich einmal mit dem Führen von Einheiten, von Zügen, noch nicht einmal mit Kompanien, aber grundsätzliches Handwerk für das Führen von Leuten bekommst du mit, aber sehr viel auch in der Didaktik, sehr viel in der Taktik und viele begleitende Dinge. Wir haben zum Beispiel ein wirtschaftswissenschaftliches Seminar über einige Wochen gehabt, sodass wir auch Betriebswirtschaft mit die Ausbildung gehabt haben, sehr viel Sport, das ist natürlich auch dementsprechend gut gewesen und natürlich auch, jetzt sage ich, das war zwar mühsam, das nebenbei machen zu müssen, Gefechtsdienste, all das, was wirklich das Militärische ausmacht. Im Nachhinein fragt man sich, wofür hat man es eigentlich gemacht, aber auch diese Erfahrungen in der Gruppe dann unter schwierigen Bedingungen, unter Druck, unter Zeitdruck, mit Schlafentzug und so weiter, vieles zu machen, das sind Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen und da hat man aus jeder dieser Abschnitte hat man irgendwo dann Erfahrung mitgenommen. Du hast mir nur in einem der Vorgespräche, du hast deine militärische Karriere beendet zu einem Zeitraum, wo es normalerweise keiner sagt, ich gehe dort weg. Was hat dich damals dann bewegt, doch das Militär zu verlassen? Eigentlich war es ein Input von extern. Ich war auf einem Training für, ich weiß ja nicht mehr, Kommunikation etc. Und dort hat mich der Trainer in einer Pause gefragt, was ich eigentlich noch beim Militär tue. Und dann war ich irgendwie perplex, das ist mein Beruf. Aber auf der anderen Seite war das der ausschlaggebende Punkt, zu überlegen oder zu schauen, wie kann das wirklich weitergehen. Damals war ich 31, 32 Jahre alt, da war meine militärische Karriere als Offizier mehr oder weniger vorgezeichnet. Ich habe ungefähr ein Jahr auf und ab ausrechnen können, wo ich wann, was für einen Rang etc. erreiche. Aber ich habe eins gewusst, ich würde nicht oder nur mehr eingeschränkt in einer Einsatzstaffel tätig sein. Das war der erste Punkt. Und der zweite war, dass ein paar Jahre vorher oder ein paar Jahre nachdem ich nach Eigen gekommen bin, dort der Hubschrauberrettungsdienst für das BMI im Hintergrund organisiert wurde und mir von Eigen aus auch dann Rettungsdienst mit zivilen Notärzten geflogen sind. Und da habe ich mein Interesse gefunden an genau diesem Dienst, also Hubschrauberrettungsdienst in Österreich während des Aufbaus. Und das hat sich ja dann in die Fläche hinausgetragen und es waren zu dem Zeitpunkt waren insgesamt, glaube ich, 12 Standorte in Österreich und das ist immer weiter gestiegen und das war eigentlich die Passion, die mich im Beruflichen erfüllt hat. Wow. Ja, ihr Lieben, was ihr jetzt gerade nicht mitbekommen habt, Rainer, du bist gerade von einem Einsatz zurückgekommen. Und wir waren ja bei dem Thema Führung aus deiner Militärzeit und was du für die jetzige Aufgabe eigentlich da mitgenommen hast. Und vielleicht können wir dieses Beispiel dieses Einsatzes gleich hernehmen. Welche Fähigkeiten, welche Skills braucht so ein Pilot und was zeichnet den aus? Ja. Ich glaube, dass, wenn man es beschreiben will, ist es ein teamfähiger Einzelkämpfer. Das ist aber gut für jede der Positionen am Hubschrauber. Das muss auch der Arzt sein, das muss der Flugreiter auch sein. Beim Piloten kommt halt sehr viel dazu noch, dass er in seiner vorherigen Ausbildung, weil bei uns steigen die, ich sage jetzt mit einem Alter von 30 plus, eher 35 plus sein, wenn sie eine gewisse Erfahrung haben.
Und in der vorherigen Ausbildung so die wichtigsten Basic Skills, aber auch schon gezielt Dinge wie zum Beispiel Fliegen im Gebirge, wie Geografie. Wenn ich jetzt den letzten Einsatz hernehme, wenn mir jemand sagt Buchsteinhaus, dann weiß ich, zack, das sind wahrscheinlich 12, 13 Minuten in die und die Richtung. Das zusammenbringen mit dem, was man an Informationen in der Früh getankt hat zum Wetter, was könnte dort dann an Problemen auftreten. Heute haben wir wunderschönes Wetter, es ist trotzdem in der Höhe ein starker Wind. Das heißt, da weiß ich, da bin ich im Leh, wie kann sich das dort auswirken, was gibt es dort für Hindernisse etc. Also eine große, ich sage jetzt, eine Fähigkeit, sich Dinge zu merken über längere Zeit. Zum Beispiel das Hindernis dort dieser Materialseilbahn, die raufgeht und die geht ganz knapp unter dem Landeplatz hinein. Also wenn ich zu tief anfliegen würde, würde ich unter Umständen mit der Materialseilbahn in Konflikt kommen. Und solche Dinge. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man dann innerhalb dieser kleinen Crew jeweils zum richtigen Zeitpunkt den Lead übernimmt. In dem groben Bereich Flugbetrieb ist der Lead natürlich auf der Pilotenseite und der sagt, was gemacht wird, aber es gibt auch den Moment, wo der Arzt dann den Lead übernimmt und ich mich in eine absolute Helferrolle zurückziehen möchte und ihn zum Beispiel nur mit zusätzlichen Ausrüstungen und Herrichten von der Trage und wenn es nur das Aufnehmen der Daten oder Kurzbefragen der Zeugen, wie ist das wirklich passiert, damit man mehr weiß, das macht dann das andere Teammitglied, das gerade nicht direkt im Fokus der Tätigkeit steht. Sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, das ist jetzt ums Eck- und Geländekenntnis. Jetzt kommst du vom Militär, wo man natürlich auch viel ins Gebirge fliegt. Wo kann man überhaupt als Pilot vorher diese ganze Erfahrung generieren, wenn das nicht das ist? Also wir haben bis vor etwa 7-8 Jahren war 50-50 Piloten, die zu uns gekommen sind, aus dem zivilen Bereich und aus, ich sage jetzt, öffentlichen Bereich, weil das sind Militärpiloten gleich wie Piloten vom Innenministerium. Jetzt ist ein bisschen schon der Überhang in Richtung der zivilen Piloten und da haben wir in Österreich eigentlich noch den Vorteil, dass wir ein wohlhabendes Land sind, wo offensichtlich viele Eltern ihren Kindern auch sowas ermöglichen können, wie eine Ausbildung zum Hubschrauber-Berufspiloten zu finanzieren. Meistens in Übersee, also in Amerika. Und da kommen die dann nicht unmittelbar gleich danach, sondern ich sage mit einem Zeitabstand von 10 Jahren, nachdem sie in der ganzen weiten Welt Erfahrung gesammelt haben und sehr, sehr viele Zusatzausbildungen wie Instrumentenflug, Außenlastfliegerei und so weiter gemacht haben, kommen die wieder zurück, weil sie irgendwann einmal in die Heimat zurück wollen und wir haben bis jetzt eigentlich immer ausreichend Bewerber für unsere Stellen. Was mir jetzt noch spontan kommt, wenn man so an den immensen Erfahrungsschatz, das muss man, glaube ich, jetzt einmal die uns da zuhören und zuschauen, einmal bewusst machen von deiner Pilotenlaufbahn im Militär und jetzt da noch 30 Jahre ÖMTC-Rückblick. Wie viele Stunden zeigt dein Logbuch? Das ist nicht so dramatisch viel, das sind nicht ganz 7000 Stunden. Erstens, weil ich schon 15 Jahre im Management bin und seit der Zeit immer bewusst so 3, 4, 5 Tage pro Monat wegzwicke, an denen ich fliegen gehe. Das heißt, ich habe nicht die regelmäßigen 14, 15 Einsatztage im Monat. Und andererseits ist Hubschrauberfliegerei nicht die Fliegerei, wo man extra viele Stunden sammelt oder die Rettungsfliegerei. Der durchschnittliche Einsatz dauert bei uns 25, 26 Flugminuten. Einmal vielleicht 30 und wenn wir von da aus nach Salzburg fliegen, sind es 40, 45. Das ist nicht so viel, was da insgesamt zusammenkommt, aber es sammelt sich und es sind bei mir nicht ganz 7000 Stunden jetzt. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht die Menge. Ich kann mich noch erinnern, du hast mal in einem Gespräch, was wir, glaube ich, das letzte Mal geführt haben, auch noch was erzählt. Und zwar oft, es gibt Tage oder Dienste, da geht es dahin und du fühlst dich gut und es wird eines nach dem anderen abgearbeitet. Und dann gibt es aber Einsätze, da hast du nur einen und bist danach richtig leer. Was ist so der Unterschied? Was macht das aus? Ich sage jetzt, der Standardeinsatz, Alarm bekommen, irgendwo hinfliegen, wo man schon weiß, wie das ungefähr ist, landen, Patienten aufnehmen, ins geeignete Krankenhaus bringen, zurückfliegen, ist keine besondere Herausforderung. Extra wird es dann, wenn das Wetter mitspielt
und noch, ich sage jetzt, herausfordernder wird es, wenn dann zum Beispiel Höhe mitspielt. Wenn ich jetzt Hausnummer Einsatz in der Dachstein Südwand von da aus, bei vielleicht nicht ganz idealen Wetter- und Windbedingungen, ist das etwas, was auch vom eigentlichen Handwerk selber an die Grenze bringt. Und das merkt man zwar während dieses Einsatzes nicht, weil man da so hoch konzentriert ist, aber nach dem Einsatz ist das so, wie wenn man, was weiß ich, drei Stunden voll gesportelt hätte. Man kommt zurück und man denkt sich, warum bin ich jetzt müde, leer? Und das hat mit dem zu tun, also das sind ja nur ein paar Minuten, das sind vielleicht 6-7 Minuten, wo ich da ganz knapp an der Wand schwebe und das, den Windeinfluss und vielleicht andere Dinge ausgleichen muss. Und dann tritt ja eigentlich schon wieder Entspannung ein, aber genau diese kurze Zeit ist so hoch belastend offensichtlich für den Körper, dass er sich danach die Energie irgendwie wiederholen will. Das heißt, Essen, Trinken, Ausruhen, was wir ja auch kennen bei uns. Wir kennen uns ohne weiteres einmal zwischendurch 10 Minuten, eine Viertelstunde zu einem Powernap zurückziehen. Und das ist auch ganz wichtig, um über einen Tag, der im Schnitt so 12,5, 13 Stunden dauert, drüber zu kommen. Vielleicht für die, die uns da zuhören und zuschauen, wir haben ja gesagt, Entscheidungsfähigkeit in Extremsituationen, und du hast das jetzt ganz so nebenbei, eigentlich selbstverständlich gesagt, eine Bergung aus der Dachstein-Südwand am Tau, vielleicht die das nicht ganz so wissen, du hast mir es vorher gesagt, der Rotor ist da kein Meter von der Felswand weg. Also ja, ich glaube, man muss das einmal relativieren für Menschen, die da gar nicht so den Bezug haben. Ein Meter, eineinhalb ist wahrscheinlich so das, wo man an Distanz hält. Und das ist es einfach, das könnte man eh selber kontrollieren. Aber ob jetzt dann einer am Gipfel oben steht und noch vorgeht und während dem Vorgehen einen Steinschlag auslöst, der unter Umständen den Rotor trifft, das hat man nicht selber in der Hand. Und das sind die Dinge, die dann aus so einer, ich sage jetzt weitgehend kontrollierbaren Situation doch eine machen, wo eine gewisse Unsicherheit drinnen ist. Wenn du sagst, eine Situation, die unkontrollierbar, wir reden hier zum Teil, ihr begebt euch ja wirklich in absolute Extremsituationen, um Menschen, die in außergewöhnlichen Lagen sind, nochmal zu helfen. Mit dem unglaublichen Erfahrungsschatz, den du jetzt hast, würdest du Entscheidungen, die du früher getroffen hast, anders treffen? Oder andererseits auch die andere Frage ist, mit so viel Erfahrung wird Gefahr, also wo bringt dir die Erfahrung was und wo wird sie zu Gefahr? In dem Zusammenhang ist vielleicht ein Sprichwort, das uns unser Hauptfluglehrer in Langenlevern gegeben hat, wie wir den Schein gekriegt haben, das versinnbildlicht das sehr gut. Er hat gesagt, ihr bekommt von mir jetzt 2 Säcke. Der eine Sack ist voll, da ist das Glück drinnen, und der andere Sack ist leer, da ist die Erfahrung drinnen. Schaut, dass der Sack mit dem Glück nicht vorher leer ist, bevor der Sack mit der Erfahrung gefüllt ist. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man die Erfahrung sammelt. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass man beim Militär unter Top-Trainingsbedingungen, damals mit relativ viel zur Verfügung stehender Flugzeit noch, Dinge hunderte Male trainieren konnte, Hochgebirgslandungen unter allen Bedingungen, Windbedingungen, Wetter etc., bevor man sozusagen losgelassen wurde. Dass das unter anderen Verhältnissen, zum Beispiel im Privatbereich, vielleicht nicht so geordnet und kontrolliert gehen kann, sondern dass da kürzere Ausbildungszeiten sind und sehr viel selber Erfahrung dazwischen sammeln, ist mir schon klar. Im Endeffekt ist es aber eines, man muss die Situation, damit sie sicher bleibt, vorher so einschätzen, dass man weiß, was könnte im allerschlimmsten Fall rauskommen oder passieren, und man muss immer noch einen Fluchtweg haben, man muss immer noch irgendeinen Ausweg kennen. Das heißt, dieses kleine Quäntchen an Reserve, das ist bei jedem der Flieger, die bei uns unterwegs sind, immer mit dabei, weil diese Reserven auszuräumen und mitzunehmen, führt unweigerlich in einer schwierigen Situation dann einmal zum Scheitern.
in dieser schwierigen Situation, verstehe ich richtig, dass du eigentlich immer an einem Plan B quasi im Kopf genau. noch hast, immer noch so genau. ein Exit, wo, wenn das schief geht, immer permanent genau. am Durchkalkulieren. Genau. Da geht es um einen Sprit, da geht es um die verfügbare Leistung, da geht es um Fluchtmöglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man zum Beispiel schwierige Punkte irgendwo am Berg anfliegt, im Lee oder so irgendwie, dass ich die Entscheidung, dass ich jetzt dort wirklich hinlande, so spät und so sicher treffe, dass ich wirklich dann dorthin komme und nicht da eine ohne Überlegen hineinkrache, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber auch, wenn mir im letzten Moment eine Böe trifft, dass ich dann immer noch auskomme. Und einer meiner allerersten Einsätze wäre sicher nicht gut ausgegangen, wenn ich nicht beim Militär dieses Reservedenken gekriegt hätte. Es war ein Skitourengeher im Bereich vom Torstein am Dachstein, der sich eine schwere offene Unterschenkelfraktur und noch irgendwas anderes zugezogen hat. Und da war eine Föhnlage, die das überhaupt nicht erlaubt hat, dass man dort oben direkt eine Bergung macht, weil da hat man über 100 Stundenkilometer gehabt. Jetzt hat nachher mein Flugretter zusammen mit dem Hüttenwirt von der Adamek-Hütte ist aufgestiegen und die haben den zusammen mit den Begleiter in einer Biwaksackschleife diese paar hundert Höhenmeter oder paar hundert Meter heruntergezogen. Und da war beim Anflug auf den Landeplatz, auf die Adamek-Hütte beim ersten Mal, war einfach für mich klar, das muss bis zum Schluss passen und wenn es nicht passt, muss ich wegtauchen können und genug Höhe haben. Und wer es weiß, wer das ein bisschen kennt von der Geografie, das fällt noch Richtung Norden ab. Und wir sind sauber angeflogen und haben auf einmal eine Böe bekommen, als würde der Hubschrauber überhaupt nicht tragen. Und die zusätzlich einkalkulierte Höhe, die ich gehabt habe, hat gerade ausgereicht, dass ich über den ganzen Gletscher und alles, was da Richtung Gosersee runtergeht, immer noch so die 50 bis 70 bis 100 Meter Höhe gehabt habe, bevor sich der Flieger wieder unten verfangt hat, oberhalb vom hinteren Gosersee. Und wäre das Reservedenken nicht so gewesen, wir wären da eindetoniert. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für viele, viele Beispiele, die dann halt bei einigen tausend Einsätzen, die jeder von unseren Einsatzpiloten als Erfahrung sammelt, auftreten. Mann, jetzt hast du von deinem ersten Einsatz gesprochen. Gibt es einen Einsatz, wo du sagst, der sticht so ganz besonders raus, einer der, ich sage jetzt mal, extremsten, oder gibt es sowas, was sich so ganz besonders einprägt in 30 Jahren? Es gibt ein paar, die sich einprägen. Also es ist nicht so, dass man, wie soll ich sagen, von der reinen Psyche belastbar, die am meisten belasteten Einsätze sind irgendwo die, wo Kinder betroffen sind oder Familien irgendwie betroffen sind. Da muss der Einsatz gar nicht so schwierig sein. Aber schwierige Einsätze sind vielleicht Einsätze, die Bergungen aus extremen Situationen oder bei außergewöhnlichen Wetterbedingungen. Aber auch Einsätze, wir haben uns vor einigen Jahren, also wir haben 2013 begonnen, uns in die Nacht hinein zu entwickeln und haben mittlerweile zwei Standorte, die 24-7 Betrieb haben, also rund um die Uhr fliegen. Und wenn man weiß, wie schwierig sich die Nacht vor dieser Technologie dargestellt hat und man fliegt dann einen Einsatz um 10 Uhr am Abend auf dem Hochschwab zum Schistelhaus, das hat nur eine ganz kleine Landefläche und bei einigermaßen Wind landet man dort, holt einen an, fliegt ihn ins Krankenhaus, rettet ihm quasi das Leben, weil der hat eine Mützruptur gehabt nach einem Absturz, den er gemacht hat, dann ist das wieder ein Erlebnis und man sieht, das zahlt sich aus, an dem weiterzuarbeiten, dort weiter in der Technologie nach vorne zu gehen und vielleicht einmal in 7, 8, 10 Jahren den wirklich allwettertauglichen Hubschrauber, der bei allem außer Hagel und was weiß ich, einsatzfähig ist, dann dorthin schicken zu können, wo man braucht. Du hast jetzt gesagt, einen allwettertauglichen Hubschrauber und den Ausblick, ich meine, wenn man sich die EC-135 jetzt anschaut, das ist ja auch, so hat es ja nicht angefangen. Ich glaube, es wäre ganz spannend, vielleicht kannst du uns kurz einen Abriss so geben, wie hat sich das eigentlich alles technisch entwickelt? Weil ihr habt ja, glaube ich, nicht mit EC-135 vor 30 Jahren angefangen. Kannst du uns so einen kurzen Abriss ÖMTC, Luftrettung, geben?
ganz der erste Notarzt-Hubschrauber war eine Ecure, eine zweiturbinige, die aber mit relativ, ich sage jetzt, schwachen Triebwerken ausgestattet, ist man relativ schnell drauf gekommen, dass das vielleicht jetzt fürs Hochgebirge in Innsbruck, hat man damals gestartet, 1983, nicht die Antwort ist, die man dauerhaft haben will. Weil man kommt viel zu häufig und viel zu unerwartet oft in schwierige Situationen, was die Leistung anlangt. Und relativ knapp dahinter hat man sich wieder auf einturbinige Hubschrauber, damals das Modell, das das Militär geflogen ist, alle drei, hinbewegt und hat diese dann zum Einsatz gebracht und sehr erfolgreich zum Einsatz gebracht. Ein tragischer Unfall 1988 hat dann diese Ära Alouette 3 ausklingen lassen langsam, weil dann da waren auch technische, bis jetzt nie völlig geklärte Gründe mitverantwortlich, dass da zwei Leute gestorben sind. Aber danach hat man sich auf die starken, einturbinigen, modernen Hubschrauber, das war damals Ecure in der Version B2, 1990 die erste bekommen, konzentriert und mit der sind wir so durch die 90er Jahre durchgeflogen. Und dann ist eigentlich von der damals noch JAA, das war die Joint Aviation Authority, die sich dann transformiert hat in Richtung EASA, also wirklich europäische Luftfahrtbehörde. Und dann ist aufgekommen, es darf in dem Bereich nur mehr zweiturbiniges Gerät eingesetzt werden. Und fast alle Hersteller haben eigentlich dafür eine Antwort gefunden. Der von Airbus war die hinter uns sichtbare EC-135. Und die hat dann erstmals wirklich auch im Zweiturbinenbetrieb eine tolle Höhenleistung gebracht. Mittlerweile da hinter uns sehen wir die Version T3. Da haben wir gegenüber den Vorversionen noch einmal 180 Kilo zusätzlich in 10.000 Fuß Zuladung. Und das sind zwei Bergsteiger. Mhm. Oder ich verschiebe die unter Einhaltung der Reserve einfach das Limit nur mehr auf. Mhm. Also da hat sich extrem viel da. Innerhalb von Österreich gibt es, außer bei Extremwetterbedingungen, wo sowieso niemand mehr fliegt, also auch kein Einturbiniger, gibt es eigentlich nichts, was man sich nicht vorstellen kann, was man mit dem Gerät machen kann. Von der Sorte gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Varianten. Die modernsten haben überhaupt nur mehr ein Cockpit, das aus drei großen Schirmen besteht. Helionics-Variante, die vor allem in Vorteil in der Nacht ausspielt. Vierachs-Autopilot undenkbar gewesen, vor 30 Jahren sowieso nicht. Also allein die Chips, die das jetzt steuern, sind ungefähr so daumennagelgroß. Und der Hubschrauber schwebt mit 5 cm Abweichung so lang, bis der Sprit aus ist. Das kann man sich so als jemand, der schon so sehr, sehr lang das macht, ganz, ganz schwer vorstellen. Aber es hebt weiter unsere Qualität, unsere Möglichkeiten. Und zum Beispiel diese Schwebeautomatik ist auch so gut. Gerade da hinter uns sieht man hinein in den Pass Stein, da gibt es so eine Canyoning-Tour. Und da haben wir, ich glaube, es war letztes Jahr, war im Zuge so einer Canyoning-Tour, ist ein Jugendlicher, hat sich ein bisschen verschätzt beim Springen und ist auf einen Felsen draufgesprungen und hat sich den einen Unterschenkel wirklich zerstört. Und da war so ein extrem starker Wind. Und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt einmal an, mit dem, ob das die Schwebeautomatik auch noch immer kann. Und ich war fasziniert, weil trotz böiger Windverhältnisse haben wir dort auf, ich sage jetzt 20, 30 cm Schwebeposition ganz genau gehalten. Das hat man früher halt händisch machen, oder bei denen, die das nicht haben, den Vierachs-Autopilot, muss man es händisch machen. Aber da ist die Technik schon extrem weit entwickelt. Wow, unglaublich. Wenn man diese Situationen noch anspricht, was mir noch in den Sinn kommt, wie gehst du persönlich dann mit Stress um in solchen Situationen? Vom Gefühl her nach außen hin bin ich, glaube ich, relativ ruhig. Ich weiß aber, dass der Stress sicher da ist und der summiert sich ja auch irgendwo auf, sodass man das, was wir schon vorher gesagt haben, irgendwie so einen, danach irgendwie einen Ermüdungseffekt hat. Langfristig ist für mich nach wie vor Sport eine extrem gute Geschichte, sich darauf vorzubereiten. So immer wieder einen Trigger zu haben und manche
man hat ja auch im Sport einen Stress. Wenn ich jetzt klettern gehe, wenn ich mit dem Mountainbike fahre, wenn ich eine Skitour gehe, hat man mitunter aufgrund von Wetter oder Bedingungen irgendeinen Stress. Und das ist eine super Vorbereitung, weil man, ohne dass man jetzt wirklich in das letzte Quäntchen hinein muss, eigentlich sich selber auch konditioniert für solche Situationen. Jetzt hast du das angesprochen, ich weiß, du bist leidenschaftlicher Kletterer. Wir haben eigentlich da einen Steinwurf weit oder wenige Flugminuten weit das Gesäuse, wie man so schön sagt, das Gesäuse und ganz viele andere schöne Berge. Wie ist diese Leidenschaft zum Klettern gekommen? Und die andere Frage ist, auf der einen Seite hast du gesagt, dieses Vorbereiten auf Stress, auf das, was du so machst, aber ist es auch auf der anderen Seite eine Art, wo du deine Akkus wieder auflädst? Weil das ist natürlich auch ganz ein wichtiger Part. Der Alpinismus hat mich schon vor der Fliegerei irgendwo begleitet. Ausschlaggebend war da ein Sportlehrer, wo wir Kajak fahren, Skitouren gehen, Kletter. Da gibt es ein Büttel von mir, da war ich 11 Jahre, war ich am großen Brill mit weißem Hemd und irgendwie so schwarzen Skihosen. Ich muss heute noch lachen über das, weil da die Ausrüstung natürlich jetzt schon historisch anmutet. Und der hat uns in das hineingebracht und dann ist irgendwann das entstanden, auch mit das selber machen zu wollen. Auch beim Militär war das dann Teil unserer Ausbildung, wir haben so eine Leistungsgruppe gehabt, wir haben uns für einen Sport entscheiden können und das war in dem Fall Alpinismus und das hat mir eigentlich dann ganz egal weiter mit in allen Facetten und wenn neue Sachen auftaucht sind, hat man das natürlich ausprobieren müssen, ob das Sportklettern, Canyoning oder irgendwas war oder jetzt Mountainbiken oder auch E-Bike, bekennender E-Bike-Fahrer, einfach aus dem Grund, weil man nicht immer an der Oberkante der Leistungsfähigkeit fahren muss, sondern die Akkus, die auf der einen Seite weniger werden, die eigenen Akkus auflädt. Wir haben zuerst auch noch gehabt, das finde ich total spannend, ja, diese Parallelen, was du gesagt hast, Militär, Rettungsfliegerei. Gibt es was aus dem ganzen Alpinistischen, sag jetzt einmal, wo du auch Parallelen siehst für die Rettungsfliegerei, wo du da aus einem Erfahrungsschatz schöpfen kannst? Ich glaube, dass der allerwichtigste Punkt ist dieses Antizipieren, vorbereitet in Situationen hineinzugehen. Nicht irgendwie, oh, jetzt ist was dann unerwartet passiert, sondern immer irgendwie das Bild von dem haben, was alles sein kann. Da kann mich eigentlich nichts überraschen. Und wenn ich für alle diese Eventualitäten auch eine Antwort habe, dann, ich will nicht das zu hoch hinaufstilisieren, aber zumindest ist es dann schon einfacher, damit umzugehen. Das betrifft dann, wenn wirklich einmal ein Schneebrettel runtergeht oder dass ich weiß, wohin flüchte ich oder was tue ich dann oder am besten komme ich gar nicht in die Situation oder andere Dinge, die passieren können und das, glaube ich, das ist vorbereitet sein auf Situationen ist auch was, was man im Alpinismus extrem gut lernt, damit man eben auch alt wird als Alpinist. Und das hat eine eindeutige Parallele zu unserem Dienstbetrieb. Nein, also hast du gesagt, als Alpinist alt werden. Ich meine, du hast ja in sehr jungen Jahren, wie ich weiß, einen tragischen Unfall miterleben müssen in den Zinnen. Hat dich das damals so geprägt, dass du daraus deine Lehren gezogen hast? Es hat mich extrem geprägt. Also das war, wenn man mit 19 Jahren einen Seilpartner verliert, mit einem Seilriss, wo man selber nicht weiß, was jetzt ab zu Beginn selber nicht gewusst hat, was wirklich ausschlaggebend war, dann haben wir gewusst, dass die Ausrüstung das nicht war, sondern dass das durch ein Abscheren an einer Kante oder in einem Spalt passiert ist. Aber es prägte dann schon für die Zukunft, weil es war nicht so selbstverständlich, dass nicht wir, die auf dem Stand gestanden sind, die Nachkommen der Seilschaft und ich, nicht auch mit in den Unfall mit hineingezogen werden. Und das ist schon was, das hat mich extrem overcoolt, was das anlangt, was alles passieren kann. Und das ist natürlich auch immer wieder einmal präsent gewesen dann in verschiedensten Situationen. Gehst du seitdem mit Risiko anders um? Hast du da einen anderen Blick drauf? Ich glaube, dass das nicht unmittelbar noch nach dem Unfall so passiert ist. Es ist danach vielleicht schneller gewachsen, das Risikobewusstsein, wie bei anderen. Ich habe eigentlich danach erst die Zeit gehabt, wo wir die schwierigsten Touren gegangen sind, so bis ich ungefähr 35, 40 war.
Aber ich glaube, dass das schnelle Erlernen dieses Risikobewusstseins durch so ein Triggererlebnis in jedem Fall gefördert wird. Es kommt mir jetzt ganz spontan einfach eine Frage, oder wo ich deine Einschätzung gerne hätte, und ich glaube, das wäre für viele Menschen sehr interessant. Wir haben ein wunderschönes Wetter, ich meine, es geht zwar jetzt leichter Wind, aber es werden sehr viele Menschen in den Bergen sein. Wir sind im alpinen Gelände, du kommst aus dem Alpinismus. Früher hat man sich die Touren ja viel mehr, sag jetzt mal, erarbeiten müssen. Ich persönlich bin viel mit Altvorderen mitgegangen und habe da ganz viel gelernt. Heutzutage sieht man, ich sage jetzt einmal, die junge Generation, Social Media, ich sehe irgendwo einen Berg, ich sehe irgendwo eine Tour, ein Foto von jenem im Internet und sage, bah, super, da will ich rauf. Und dann ist es schneller passiert, als man sich denken kann. Was jetzt von eurem Blickpunkt, weil ihr seid die diese Menschen dann sehr oft erholen und bergen, was würdest du diesen Menschen sagen, wenn die jetzt einfach, es gibt jetzt wahrscheinlich eine Vielzahl an tausend Menschen, die sich jetzt gerade an einem verlängerten Wochenende mitten in den Bergen oder in der Natur bewegen? Ich glaube, dass es einerseits einmal wichtig ist zu wissen für alle die, dass das für uns überhaupt keinen Unterschied macht, ob sich der jetzt leichtfertig in eine Situation hineinbewegt hat oder wirklich ein Pech gehabt hat. Wir retten den, ich sage jetzt, alkoholisierten Skifahrer, der sich wehtut, mit derselben Ambition, wie man jemanden aus einer ganz schwierigen Kletterroute, wo er nicht mehr weiterkommt, retten. Das ist einmal ganz egal. Aber das Zusammentragen von Informationen ist jetzt leichter, wie es in der Vergangenheit war. Damals hat man die Erfahrung von Altvorderen, hast du gesagt, vielleicht mehr mit ins Kalkül eingenommen und ist vielleicht eine Spur defensiver geblieben. Für mich selber war ja absolut ein rotes Tuch, mich wird der Hubschrauber nie holen, das darf nicht passieren, so ungefähr. Ich bin mittlerweile auch mit einer Knieverletzung einmal bei einer Skitour vom Hubschrauber geflogen worden und bin froh, dass es so ist. Aber jetzt legen manche das ja schon so an, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich und dann werde ich abgeholt. Und ich glaube, dass wenn sie verantwortungsbewusst mit dem umgehen wollten, haben sie so viele Informationen, die sie zusammentragen können, wenn sie das ernst nehmen, dass sie wirklich auch gute Tourenplanung haben, wir nie machen können in der Vergangenheit. Aber das Huruk, findet man was im Netz, was da ist, da gehen wir rauf und Netzwissen, war erst vor einigen Wochen, wie der Schnee weggegangen ist in Kärnten und mit Familie, mit Hund und Kind. Und dann sind sie im Schnee stecken geblieben. Nicht einschätzen zu können, dass da oben noch ein Meter Schnee ist oder solche Dinge, das ist, glaube ich, was, das geht auch der modernen Gesellschaft ein bisschen verloren, mit der Natur zu leben. Sondern die tun eher die Natur nutzen, ohne zu wissen, was jetzt da vielleicht dann da hinten. Es geht eher um einen Konsum der Natur und des Erlebnisses und nicht um das Miteinander und das Erlebnis selbst. Genau. Genau. Sag, Reinhard, du so zum Schluss so, ich sage jetzt immer Lessons Learned, Take-Home-Message, aus dem unglaublichen Erfahrungsschatz, was ist das, was man da so mitnehmen kann von dir? Selbsteinschätzung, also zu jedem Zeitpunkt sich selber zu reflektieren, wo gehe ich um, was kann ich mir zutrauen und was nicht. Das ist im Beruflichen ganz gleich wichtig wie im Sportlichen und vielleicht auch im Umgang mit der Familie oder im familiären Umfeld. Und das hat mir eigentlich immer weitergeholfen. Was hat das, was ich tue, auf andere für Auswirkungen? Das erleichtert dann auch das Einbetten, sage ich, in Systeme, in Arbeitssysteme, in die Familie, in die Gesellschaft, in die Natur. Unglaublich schön. Lieber Reinhard, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir das machen haben können. Dein Kollege hat schon gerufen, du musst gleich zum nächsten Einsatz. Ich lasse dich gleich los und sage ganz herzlich Danke. Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Vierte. Ja, ihr lieben Menschen, das war der Talk mit Reinhard Kraxner von der ÖMTC Flugrettung. Wie ihr im Hintergrund seht, er geht gerade zum Hubschrauber und fliegt den nächsten Einsatz. Wir müssen an dieser Stelle den Base Talk jetzt beenden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schaltet gern wieder beim nächsten Mal ein. Euer Gerhard. Tschüss, macht's gut.